Moin, liebe Lüt. Immer noch in Fagnoux, auf dieser wunderschönen Entsorgungsstation. Da habe ich mir gedacht, es gibt ja auch so manchen von euch, der vielleicht noch gar nicht selber Camper ist, der sich aber mit den Gedanken trägt. Und von daher auch so ein paar Sachen, die man im Alltag dann mit seinem Wohnmobil dann erledigen muss, noch nicht kennt, aber sehr interessiert daran ist. Ich muss heute entsorgen. Ich habe also Grauwasser. Naja, ich müsste nicht wirklich entsorgen, aber ich mache es vorsichtshalber, dass ich heute leer mache, bevor ich mich an den nächsten Ort verlagere, wo ich eventuell keine Entsorgung habe. Das ist dann halt Vorsorge, auch ein guter Tipp für euch, dass ihr dann immer dann, wenn ihr eine Gelegenheit habt und das auch zeitlich unterbringen könnt, dann auch durchaus eine Entsorgung zwischendrin dann schon mal macht. Solche Zeichen zeigen euch den Weg zur Glückseligkeit. Das sind entsprechend offizielle Entsorgungsstationen. Grauwasser sollte immer nur an offiziellen Entsorgungsstationen entsorgt werden. Wenn man jetzt auch sagt, das ist ja fast nur Wasser. Zahnpasta ist mit drin, Seife ist mit drin, Tenside sind mit drin. Das sind alles Sachen, die in die normale Umwelt nicht hineingehören. Das gehört in die Kanalisation, kann dort dann entsprechend dann auch abgefiltert werden und schädigt nicht die Flüsse. Denn ich glaube, keiner von euch möchte gerne Schaumkronen auf den Flüssen sehen. Und bei der Vielzahl von Wohnmobilen, ich kann hier mal ein Foto von gestern Abend drüber blenden, wie voll hier der Platz plötzlich gewesen ist, kann man sich vorstellen, wenn es jeder so macht, wenn jeder sein Grauwasser einfach irgendwo entsorgt, dann wird das auch eine Auswirkung auf die Umwelt haben. Seid da bitte rücksichtsvoll zur Umwelt und entsorgt entsprechend an offiziellen Stationen. Das sieht jetzt bei jedem Kastenwagen etwas anders aus, aber meistens ist ein Ablassventil irgendwo in der Mitte oder hinteren Teil des Fahrzeuges, da in der Nähe des Abwassertanks. Bei mir auch so. Und ich habe eine sogenannte Komfortentwässerung. Das heißt, ich habe hier einen Schlüssel und kann den jetzt einfach hier rumdrehen. Und dann seht ihr schon da hinten das Wasser laufen. Und das lasse ich jetzt schön vor sich hinlaufen. Zur Erinnerung lasse ich mir den Haken dann auch immer dran, weil ich den dann suche und weiß, ich muss auch noch zumachen. Denn das möchte ich nicht vergessen, dass ich am Ende dann auch wieder zumache. Sonst benutze ich nachher irgendwann das Waschbecken wieder und habe vergessen, den Hahn zuzumachen und die ganze Zahnpastasuppe, Duschsuppe mit Seife läuft dann auch entsprechend einfach aus dem offenen Ventil raus, da wo ich halt stehe. Das kann sehr peinlich werden, also immer dran denken, das Ventil auch wieder zuzumachen. Jetzt lassen wir es erstmal auf und machen mit dem nächsten Schritt weiter. Vor dem nächsten Teil hat so manch einer von euch vielleicht ein bisschen Bedenken. Das ist die Schwarzwasserentsorgung. Hinter dieser Klappe ist meine Toilettenkassette. Das ist aber eigentlich auch keine große Zauberei. Manch einer nimmt auch noch Handschuhe mit dazu. Ich habe das bisher nie als nötig empfunden. Wenn ich mit meiner Kassette sauber umgehe, dann ist die Kassette an sich vollkommen sauber. Da passiert eigentlich nichts. Meine ist abgeschlossen. Das sollte sie eigentlich auch an den meisten Fahrzeugen mittlerweile sein, weil diese Kassetten haben ja einen gewissen Wert und manch einer möchte auch gerne eine Reservekassette haben. Es führt bei nicht ganz so ehrlichen Zeitgenossen zum Teil dazu, dass diese Kassetten tatsächlich entwendet werden. Wenn ihr also eine Möglichkeit habt, diese Kassette abzuschließen, schließt sie ab. Das war mir der Fall. Jetzt habe ich sie aufgeschlossen, habe da den Druckknopf und auf der anderen Seite den Druckknopf, kann die Klappe nach oben klappen. Schönes Detail am Pössl Tuwin Plus, den ich selber fahre, der hat hier oben ein Magnet hin und hält die Klappe auf. Manche öffnen die Klappe nach unten, manche öffnen sie zur Seite. Das ist bei jedem Fahrzeug unterschiedlich. Und hier sehen wir jetzt schon die Kassette, da hole ich euch mal näher ran. Ihr seht hier vorne den kleinen blauen Hebel, die Arretierung, mit der die Kassette hier eingesetzt ist. Der muss auch immer ganz leichtgängig hier eingerastet sein, sonst ist die Kassette nicht vollständig in Position. Und das möchte keiner haben, wenn er dann die Toilette an Bord benutzt. Auch ein Tipp, wenn ihr Kinder dabei habt, klebt ein großes Schild über die Toilette, wenn die Kassette draußen ist. Manchmal muss man auf dem Campingplatz ja auch erstmal ein paar Meter laufen zum Entsorgen, dass die Toilette gesperrt ist. Erklärt eurem Kind, wie das funktioniert, dass nämlich ansonsten das einfach hier ins Auto fällt und das keiner möchte. Denn wenn die Kassette drin ist, die Toilette ist von oben immer noch für das Kind genauso vom Aussehen und es hat schon so manchen Unfall gegeben.
Wichtig ist auch noch, bevor ihr hier jetzt außen am Fahrzeug die Kassette zieht, das zeige ich euch gleich nochmal innen im Fahrzeug, dass die Klappe an der Toilette oben dann in der geschlossenen Position ist, weil nur dann lässt sich die Kassette ziehen. Wenn ihr also hier jetzt den Hebel hochzieht und an der Kassette zieht, dann sollte die sich völlig leicht ziehen lassen. Hat sie hier an der Stelle einen Widerstand, nicht mehr weiter dran rumreißen, dann ist wahrscheinlich die Klappe oben offen und die ragt in die Kassette rein. Und wenn ihr da dran rumreißt, dann zerreißt ihr euch quasi euer Klo. In meinem Fall total leichtgängig, gar kein Problem. Ich ziehe die Kassette ganz raus. Die hat hier oben noch einen zusätzlichen Griff. Da kann ich sie also auch, wenn sie voll ist und Gewicht hat, gut halten. Kann sie dann quer nehmen. Und gute Kassetten von heute haben eigentlich auch immer hier unten noch mal so einen Hebel. Dann kann man ihn also auch als Taxi, der rastet hier auch ein, als Taxi hinter sich herziehen. Und ja, auf dem Campingplatz ist es der berühmte Walk of Shame, wobei ich finde da nichts dran zum Schämen. Da sieht man dann also morgens dann die Trolleys hinter sich herziehen zur entsprechenden Entsorgungsstation, vor der wir uns hier bereits befinden. Ich habe keinen weiten Weg, ich kann das einfach wieder einklappen. Jetzt haben wir hier verschiedene Funktionen an der Kassette. Das hier ist der Ablass. Der hat auch den Deckel drauf. Das hier ist der Schieber, mit dem dann auch oben in der Bedienung der kleine Hebel umgelegt wird und er öffnet dann hier die Klappe, wo dann das, was man auf der Toilette so üblicherweise macht, hineinfällt. Dann habe ich hier einen blauen Knopf an der Tedford-Kassette. Das ist die Entlüftung. Ganz wichtig, die Entlüftung hier hinten. Ihr habt hier hinten einen Griff, hier vorne einen Griff, mit der ihr die Kassette gut halten könnt, wenn ihr sie ablasst. Und das liegt deswegen auch genau an der Stelle der blaue Knopf, damit ihr während ihr ablasst die Entlüftung drücken könnt. Denn nur wenn hier Luft nachsacken kann, gibt es vorne nicht dieses Blubbern, dass dann irgendwann der Unterdruck so groß ist, dass Luft nach oben gesaugt wird durch den Ablass. Das ist ein bisschen eklig, das spritzt dann auch. Habt ihr oben den Knopf gedrückt, dann läuft alles ganz sauber raus. Ja, wenn ihr der Sprache nicht 100% sicher seid, Google Translate ist da immer ein guter Helfer. Hier könnt ihr also sehen, dass Vidange ablassen heißt. Demgegenüber haben wir drüben Remplissage. Und Remplissage heißt Füllung. Das ist also der Wasseransatz, wo das Schwarzwasser rein soll. Und hier ist freundlicherweise auch noch ein Wasserhahn, der nicht zum Auffüllen eures Wassertanks, eures Frischwassertanks verwendet werden sollte. Denn der kommt durchaus mal in den Kontakt mit diesem kleinen Rüssel hier vorne, sodass da auch Kolibakterien sich dann dran sammeln könnten. Von daher ist der nicht für Frischwasserversorgung, sondern wirklich nur zum Spülen der Kassette zu verwenden. Hier ist ein Bodeneinlass, den kann ich jetzt gleich öffnen. Der kann dann auch über diesen hier nachgespült werden. Das ist dann auch immer eine Nettigkeit, dass man den Ablassplatz dann auch sauber hinterlässt für den nächsten. Das ist uns auch immer keine Freude. Öffnen die Klappe. Da ist ein ganz normaler Kanal drunter. Aus Gusseisen, nichts weiter Wildes. Schrauben den Deckel ab. Auch auf diesen Deckel schön aufpassen, die sind auch sehr begehrt. Und jetzt an die Entlüftung denken, Nase weg. Und ihr hört es vielleicht sogar zischen, wie gut das mit der Entlüftung hier funktioniert. Und das ist so sauber gegangen, das hat hier noch nicht mal gerochen. Das ist also überhaupt gar keine Problematik. Ich würde nicht die Nase direkt darüber halten, das ist klar. Aber jetzt kann ich in die Kassette ein wenig Wasser einfüllen. Das kann auch ein bisschen mehr sein, denn damit können wir dann die Reste von den Wänden, wo eventuell noch mal ein Toilettenblattpapier sich irgendwo festgesetzt hat, dann noch mal losschütteln und im zweiten Ausguss dann auch ablassen. So, da lassen wir ihn noch rauskommen, den Druckknopf. So, geschätzt habe ich jetzt irgendwo ungefähr so
5-6 Liter hier drin, habe den wieder zugeschraubt und jetzt schüttel ich ihn in alle Richtungen gut durch, kann ihn wieder öffnen, wieder an die Entlüftung denken. Ich habe jetzt absichtlich das mal ein bisschen höher gehalten. Ihr seht, hier kommt schon fast nur noch klares Wasser. Das ist schon eigentlich eine saubere Kassette gewesen. Deckel wieder drauf. Schwarzwasserentsorgung fertig. Kommen wir zum Frischwasser. Nicht vergessen, den Spülplatz nochmal nachspülen. Das ist hier extra so gebaut. Das ist nochmal in den Kanal hineinspült und dann damit das Wasser dann auch ablaufen lässt, das hier noch vorne im Kanal drin ist und hier unten ist dann auch Frischwasser, dann hat der nächste auch einen sauberen Platz zum Ablassen. Das lassen wir noch mal ein bisschen vor sich hinlaufen. In der Zwischenzeit kann ich die Kassette schon wieder einstecken. Die leere Kassette ist sehr leicht, die kann man so mit einer Hand halten. Nur darauf achten, dass ihr sie wirklich sauber in der Schiene drin habt, in die sie hineingleiten soll. Und ich hole euch dicht daran, dass sie jetzt auch wirklich komplett einrastet und sauber drin sitzt. Damit ist dieses Kapitel abgeschlossen. Noch nicht abgeschlossen ist die Klappe. Das muss ich jetzt tun. So, damit ist der auch zu und auf der Seite ebenfalls. Inzwischen läuft hier unten auch kein Wasser mehr raus. Doch, es tröpfelt noch. Lassen wir also noch mal einen Moment nachtröpfeln hier. Hier ist jetzt der besagte Hebel, mit der ich dann die Kassette gegebenenfalls auch gegen rausziehen sperre, wobei das nicht die eigentliche Funktion ist. In der vorderen Position ist nämlich hier einfach das Loch in der Toilette offen. In der hinteren Position schließt es sich. Ne? Hier nochmal hinten ist zu. Und in der Position lässt sich jetzt auch die Kassette rausziehen. Offen. Das Ganze ist einsatzbereit für seinen eigentlichen Zweck. Ich brauche es jetzt offen, denn jetzt kommt mein Toilettenzusatz. Da benutzt jeder was anderes. Will ich gar nicht irgendwelche Philosophien jetzt da predigen. Ich habe jetzt aktuell was von Obelink. Das Grüne, das soll auch umweltfreundlich sein und auf natürlichen Stoffen basieren. Keine Chemie in dem Sinne. 150 Milliliter davon müssen jetzt in die Kassette rein. Habe ich bereits im Gefühl, nachdem ich mir das einmal abgemessen habe, und danach lässt man das Ganze mit der Wasserspülung dann auch noch mal ein bisschen nachlaufen. Ja, dass da jetzt etwas hängen bleibt, finde ich nicht gut. Dafür habe ich aber hier eine Silikonbürste. Die Silikonbürste hat den Vorteil, dass an ihr nichts haften bleibt. Deswegen kann man die dann auch ganz gut im Wohnmobil benutzen. Und jetzt läuft auch entsprechend das Wasser ab. Und die Toilette ist wieder frisch und einsatzbereit. Zur Frischwasserauffüllung habe ich mir extra einen Schlauch besorgt, einen ganz neuen Schlauch, der phthalatfrei ist, also diesen gefährlichen Weichmacher nicht enthält. Damit also auch für Lebensmittel geeignet ist und der komplett dicht ist, dunkel ist, damit sich keine oder nicht so leicht Algen darin bilden können. Trotzdem muss man immer darauf achten, dass der Schlauch leer bleibt, also ihn am Ende des Befüllens dann auch leer laufen lässt. Dann habe ich hier eine schöne Gardena-Pistole und eine Gardena-Wasseruhr, mit der ich dann nämlich auch kontrollieren kann, wie viel Wasser ich mir einfülle. Ganz praktisch sind diese kleinen Verbinder. Da habe ich verschiedene Größen von mit an Bord, denn meistens hat man so einen Schraubverschluss für Gardena. Da schließe ich jetzt meinen Füllschlauch dran an. Den Füllschlauch habe ich übrigens hier immer über so eine Kupplung mit sich selbst verbunden. Dann kann auch verbliebenes Restwasser nicht im Fahrzeug auslaufen. Und das Ganze ist ein geschlossenes System, es kann kein Dreck eindringen. Jetzt kann ich hier das Ganze miteinander verheiraten. Der Frischwasserzulauf ist auch bei jedem Fahrzeug etwas anders. Bei mir ist er hier hinten am Heck.
auch mit Schlüssel gesichert. Jetzt kann ich die Pistole einstecken. Der Vorteil der Gardena-Pistole ist, sie hält sich hier tatsächlich drin fest. Vorher resette ich jetzt einmal den Zähler. Und jetzt kann hier das Wasser laufen, sobald ich da drüben den Hahn aufgemacht habe. Da im Schlauch immer ein bisschen altes Restwasser ist, lasse ich dann den ersten Schuss aus dem Schlauch immer erstmal hier unten reinlaufen. Spüle damit quasi einmal den Schlauch vor. Das sollte langen, da ist ordentlich Druck drauf. Mach mal Reset. Und jetzt hat er sogar eine Arretierung, das heißt, ich kann ihn jetzt für sich laufen lassen. So wie er gurgelt, läuft er mir einen Tick zu schnell. Hier kann ich am Drehregler etwas die Geschwindigkeit verringern, mit welcher Literzahl rauslaufen soll. Und hier sehen wir jetzt das Frischwasser reinlaufen. Ich dürfte ungefähr 25 Liter brauchen. Das kann ich immer sehr schön sehen. Der Befüllschlauch, habt ihr ja gerade eben gesehen, ist durchsichtig. Wenn der Wassertank fast voll ist, dann kann man kurz den Wasserzulauf stoppen. Wenn das Wasser dann bereits im unteren Teil dieses sichtbaren, durchsichtigen Schlauches angekommen ist, dann weiß ich, mein Tank ist soweit voll, da brauche ich gar nicht mehr vorne dann ans Bedienpanel ranzugehen. Ich habe jetzt vorher am Bedienpanel geguckt, dass ich bei 50% bin, aber ich war vor kurzem noch bei 75. Das heißt, ich schätze mal, dass ich jetzt so bei 70, 68 Litern Tankinhalt aktuell bin. Wenn ich 25 Liter einfülle, bin ich wieder auch deutlich unter meiner Maximalkapazität von 100 Litern. Sollte also alles kein Problem sein. Ich habe das Fahrzeug, weil mein Schlauch nicht lang genug war, umparken müssen. Deswegen habe ich jetzt eben hier den Abwasserhahn schon geschlossen. Na, ihr seht, er ist in der geschlossenen Position. Aber ich wollte euch nicht im Unklaren lassen, habe ich das Ding jetzt wirklich zugemacht? Ich habe dran gedacht, er ist zu. Bereits vor dem Umparken habe ich ihn da geschlossen. Jetzt müssen wir nur noch aufs Wasser warten und dann ist der ganze Vorgang schon abgeschlossen. Inzwischen sind wir bereits über den 25 Litern, aber hier ist immer noch kein Rückstau. Und damit sind wir abfahrtbereit und können zu unserem nächsten Ziel. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Wenn ihr nicht abonnieren wollt, ist nicht so schlimm. Aber ich freue mich über jedes Abo. Und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.